Beim Sprechen merke ich häufig, dass mein Deutsch ein bisschen künstlich wirkt. Lehrer, ich habe nicht das Gefühl, dass ich so richtig authentisch sprechen kann. Hast du eine Erklärung dafür? Hallihallo, meine Lieben. Einer der Gründe, warum deine Sprache möglicherweise wenig authentisch klingt, ist, du nutzt zu wenig die Redepartikel. Redepartikeln oder auch Modalpartikeln genannt, sind so kleine Partikeln wie zum Beispiel ja, schon, wohl, denn und so weiter, die deine Sprache authentisch, schön und emotional wirken lassen. Und deswegen dachte ich mir, ich mache heute dieses Video, in dem ich dir die wichtigsten Redepartikeln in Verbindung mit den Emotionen, die sie zum Ausdruck bringen können, vorstelle. Wenn es dich also interessiert, dann bleib dabei. Wir beginnen mit der ersten Partikel, und zwar ja. Mit ja kannst du häufig deine emotionale Überraschung betonen. Zum Beispiel bist du auf einer Party und dann siehst du plötzlich eine Person, die du zwar kennst, aber gar nicht erwartet hast, dort zu sehen. Und dann sagst du, du bist ja auch hier, schön dich zu sehen. Mit diesem kleinen ja drückst du schon deine Überraschung aus und zeigst gleichzeitig, dass du dich freust. Oder ein anderes Beispiel ist, du erwartest einen Besuch von einem Freund von dir und er kommt mit einem neuen Auto. Dann siehst du dieses Auto und es gefällt dir richtig gut. Und dann sagst du, du hast ja ein schönes Auto, wow! Siehst du, dieses Ja macht deine Aussage deutlich emotionaler und betont auch deine persönliche Einstellung. Ja kann aber auch nicht nur diese Art Überraschung ausdrücken, sondern auch so eine emotionale Beruhigung. Zum Beispiel schreibst du mir manchmal, danke. Deine Videos gefallen mir so gut, ich habe so viel gelernt. Und dann schreibe ich zurück, dann hat sich meine Arbeit ja gelohnt. Mit diesem Ja zeige ich, dass ich dann beruhigt bin, also sozusagen mache ich vieles offensichtlich richtig. Also empfehle ich dir wirklich sehr, dieses Ja zu benutzen, weil genau das deine Sprache deutlich authentischer wirken lassen wird. Die nächste Partikel, die wir nehmen, ist doch. Mit doch zeigst du häufig deine Unzufriedenheit. Zum Beispiel ist eine Kollegin von dir zu früh nach Hause gegangen. Und dann sagst du, das gibt's doch nicht, sie hat ja kaum gearbeitet. Das gibt es doch nicht. Siehst du, mit diesem doch betonst du deine Unzufriedenheit. Du zeigst, es geht so nicht. Du kannst aber auch genauso mit diesem doch deine Vorwürfe zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel, ich hab's dir doch gesagt, dass wir diese Arbeit so schnell nicht schaffen. Was willst du jetzt? Ich hab's dir doch gesagt. Siehst du, ohne doch ist es einfach eine neutrale Aussage. Mit doch ist es schon total vorwurfsvoll. Doch kann aber auch etwas Positives betonen. Zum Beispiel deine Unterstützung jemandem gegenüber. Und jetzt ein Beispiel für dich. Ich will nicht mehr Auto fahren. Ich glaube, ich lasse es lieber. Aber du machst es doch schon so gut. Du schaffst das. Unsere dritte Partikel ist halt. Wenn du in Deutschland lebst, dann weißt du, dass dieses halt überall ist. Halt kannst du dir als ein Synonym zu einfach merken. Und halt wird eigentlich einfach zur Verstärkung einer Aussage benutzt. Zum Beispiel, ich wusste halt nicht, was ich nach der Schule machen soll, deswegen bin ich erstmal um die Welt gereist. Siehst du, dieses halt
trägt eigentlich gar nicht so viel in sich, aber es verstärkt trotzdem meine Aussage. Oder du bist zum Beispiel auf der Arbeit und bist müde. Aber ein Freund von dir weiß ganz genau, dass du einfach ein Zocker bist. Und deswegen sagt er zu dir, dann musst du halt früher schlafen gehen. Ganz einfach. Siehst du? Wieder dieses Halt verstärkt die Aussage, macht diese Aussage deutlich ausdrucksvoller. Weißt du was? Ich wollte dir mal danken. Danke, dass du meine Videos schaust. Danke, dass du so aktiv bist und mit mir Deutsch lernst. Ich freue mich wirklich sehr. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du diesem Video ein Like schenkst. Danke. Als nächstes nehmen wir mal denn. Denn wird sehr häufig benutzt, und zwar um ein aufrichtiges und verstärktes Interesse zu zeigen. Und jetzt ein Beispiel. Ich war heute den ganzen Tag so fleißig. Ich bin stolz auf mich. Aha, was hast du denn gemacht? Siehst du, ich habe nicht gefragt, was hast du gemacht, sondern was hast du denn gemacht? Genau dieses denn zeigt, dass der Gesprächspartner mein Interesse geweckt hat und ich mich nun dafür interessiere, mehr zu erfahren. Genau. Ein anderes Beispiel wäre, dass du eine bekannte Person traurig erlebst. Und dann fragst du, was ist denn mit dir los? Du siehst heute so traurig aus. Siehst du, du zeigst wieder dein aufrichtiges Interesse. Du möchtest dieser Person vielleicht helfen. Unsere nächste Partikel ist bloß. Mit bloß kannst du häufig deine Nervosität oder dein Besorgnis zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel hast du auf der Arbeit gerade richtig viel zu tun. Und dann sagst du, wir haben aktuell so viele Projekte, wie sollen wir das alles bloß schaffen? Siehst du, mit diesem bloß drückst du deine Bedenken aus. Und jetzt möchte ich dir noch ein Beispiel geben. Weißt du was? Ich möchte nächstes Wochenende mit dem Fallschirm springen. Oh, mach das bloß nicht. Das ist total gefährlich. Als nächstes schauen wir auf die Partikel aber. Aber ist sehr weit verbreitet, besonders in der Umgangssprache, und bezeichnet im Endeffekt einfach so eine emotionale Überraschung. Aber dieses Aber wird häufig auch als Kompliment gemeint. Zum Beispiel hast du ein neues Hemd gekauft und ein Freund von dir hat es auch gemerkt und sagt zu dir, du siehst aber toll aus. Siehst du, dieses Aber drückt ein bisschen Emotionalität aus, aber wird auch gleichzeitig als Kompliment gemeint. Oder eine Person, die dich nicht kennt, ist von deinem Deutsch begeistert und sagt, du sprichst aber gut Deutsch. Siehst du, wieder ein bisschen Überraschung, aber auch ein Kompliment. Wir schauen nun auf die nächste Partikel, und zwar schon. Schon wird häufig zur Aufmunterung genutzt. Das heißt, es verstärkt häufig die emotionale Seite der Aussage. Zum Beispiel das Wort schon. Das Wort schon heißt, es wird wieder besser werden. Oder das schaffst du schon. Das heißt, du unterstützt die Person. Also du denkst, alles wird gut. Genau. Zudem kannst du mit schon auch deine verzögerte Zustimmung ausdrücken. Also verzögerte Zustimmung bedeutet, dass du nicht sofort jemandem zustimmst, sondern ja, nach einer gewissen Zeit, wenn bestimmte Argumente zustande kommen. Zum Beispiel, ich möchte jetzt unbedingt in den Urlaub fliegen. Aber wir können jetzt nicht in den Urlaub fliegen. Die Gefahr ist immer noch groß, sich anzustecken. Ja, das stimmt schon, aber ich will trotzdem raus. Und die letzte Partikel für heute ist ruhig. Ruhig kennst du natürlich als Adjektiv, aber hier schauen wir nur auf die Partikel.
Was bedeutet diese Partikel? Diese Partikel zeigt häufig deine Gleichgültigkeit auf. Was ist Gleichgültigkeit? Gleichgültigkeit heißt, dass dir etwas total egal ist. Und nun ein Beispiel. Sarah, ich glaube, Thomas möchte sich beim Chef über dich beschweren. Soll er ruhig machen, ich habe nichts Schlimmes getan. Also genau mit diesem ruhig hast du gezeigt, dass es dir egal ist. Mit ruhig kannst du aber auch etwas anderes ausdrücken, und zwar dein freundliches Einverständnis. Bitte was? Naja, dass du mit etwas einverstanden bist. Zum Beispiel möchtest du jetzt eine neue Wohnung mieten und bist bei der Wohnungsbesichtigung. Und dann sagst du, kann ich mich bitte morgen melden? Ich kann mich jetzt noch nicht entscheiden. Und dann antwortet der Makler, klar, lassen Sie sich ruhig Zeit zum Nachdenken. Siehst du, dieses ruhig zeigt, der Makler ist einverstanden, ist okay. So, meine Lieben, wir sind am Ende dieses Videos. Ich freue mich wirklich sehr, wenn du bis jetzt geschaut hast. Es zeigt mir auch, wie motiviert du bist. Super. Und ich muss sagen, Redepartikeln oder Modalpartikeln haben sehr viel mit dem Sprachgefühl zu tun. Und sie brauchen wirklich Zeit zur Entwicklung. Deswegen lass dich bitte nicht unterkriegen, wenn du immer noch Schwierigkeiten damit hast. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich dir mit diesem Video etwas helfen konnte. Und falls du immer noch Fragen hast, kannst du diese gerne in die Kommentare schreiben. Für jetzt bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen und wünsche dir wie immer ganz viel Erfolg beim weiteren Deutschlernen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!